Hallo, heute möchte ich dir gerne die Smart-Regel vorstellen. Sie ist auch ein Inhalt innerhalb meiner Faszien-Updates, die ich hier in der Schweiz unterrichte. Und für diejenigen von euch, die vielleicht schon ein Faszien-Update besucht haben, ist es eine ganz winzige Wiederholung. Worum geht es bei der Smart-Regel? Bei der Smart-Regel werden bestimmte Eigenschaften formuliert, die ein Ziel haben sollte. Und die fünf verschiedenen Buchstaben stehen für diese unterschiedlichen Eigenschaften. Das S zum Beispiel steht dafür, dass das Ziel spezifisch sein sollte. Also im Idealfall wirklich so formuliert, dass man ganz klar sagen kann, okay, da soll es hingehen. Ich möchte zum Beispiel eine ganz bestimmte Wanderung in einer bestimmten Zeit machen und ich möchte mich dabei von Anfang bis zum Ende wirklich richtig super fühlen. Das M steht dafür, dass das Ziel messbar sein sollte. Und um beim Beispiel dieser Wanderung zu bleiben, geht es zum Beispiel darum zu sagen, okay, die Wanderung soll 17,5 Kilometer lang sein und ich möchte sie in einer ganz bestimmten Zeit absolvieren. Und ich möchte zum Beispiel, dass meine Beine sich auch nach diesen 17,5 Kilometern noch richtig super anfühlen. Das Ziel sollte außerdem auch attraktiv sein und dafür steht das A. Jeder von euch kann sich jetzt irgendwie mal vor dem inneren Auge ausmalen, was wäre für mich in der nächsten Zeit ein richtig attraktives Ziel. Das kann auch sein, dass man sich jetzt vorstellt, okay, ich möchte in meinem nächsten Urlaub was ganz Neues lernen, vielleicht Stand-up-Paddling oder Kitesurfing, was auch immer. Und ihr malt euch das eben einfach auch schon mit einer ganz bestimmten Stimmung aus. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Sonne scheint, wie der Wind euch um die Ohren pfeift und ihr dann immer sicherer werdet in dieser ganz neuen Sportart. Oder ich male mir einfach aus, wie ich zum Beispiel mit meiner Frau irgendwo einen wundervollen Berg hochwandere, die Natur genieße, die Aussicht genieße und mich wirklich von Anfang bis zum Ende richtig klasse fühle. Vielleicht ein klein bisschen Muskelkater am nächsten Tag, das gehört ja auch mit dazu und es fühlt sich auch manchmal ganz super an, weil man dann einfach weiß, hey, super, ich habe meinem Körper was Gutes getan, aber jeder von euch weiß, wie ein attraktives Ziel aussieht. Der vierte Aspekt ist, dass das Ziel auch wirklich realistisch sein sollte. Es macht also überhaupt keinen Sinn, in meinem Trainingszustand zum Beispiel zu sagen, ja, ich möchte in 8 Wochen einen Marathon finishen. Wenn ich das jetzt sagen würde, dann wäre das ziemlich ehrgeizig, aber total unrealistisch, weil ich dafür überhaupt nicht trainiert bin. Und wenn ihr jetzt an eure eigenen Ziele denkt, überlegt euch bitte, was kann ich wirklich in den nächsten Wochen leisten, um dieses Ziel zu erreichen? Was ist mein Körper imstande zu leisten? Und holt euch gegebenenfalls auch ein bisschen Feedback von Expertinnen und Experten oder von Freunden, der Familie, in welchem Zustand sie euch da gerade einschätzen. Das kann auch oft helfen, wenn die eigene Wahrnehmung auch nochmal durch Außenwahrnehmung unterstützt wird. Oder ihr könnt euch selber testen, könnt irgendwelche Kalkulationen anstellen, wie viele Trainingseinheiten kann ich jetzt wirklich in den nächsten Wochen leisten. All das kann dazu beitragen, dass euer Ziel viel realistischer wird. Der letzte Aspekt ist dann die Terminierung des Ziels. Das hilft also auch unheimlich, weil man sich dadurch auch wirklich ein ganz klein bisschen nah unter Druck setzt, unter positiven Druck setzt. Denn wenn ich sage, ich möchte irgendwann mal irgendetwas machen, dann kann ich mich immer darauf zurückziehen, dass irgendwann ja noch nicht gewesen ist oder ich meinte mit irgendwann vielleicht erst in 10 Jahren oder wie auch immer, aber irgendwann ist so unkonkret, das hilft einfach nicht wirklich auch euch darin zu unterstützen, die wichtigen Schritte zu gehen. Wenn der Weg wirklich klar ist und ihr wisst, ich muss jetzt Step by Step diesen Weg beschreiten, um am Ende mein Ziel an einem ganz bestimmten Datum zu erreichen, dann ist das eine wahnsinnig große Hilfe. Und all das zusammen, das S, M, A, R und T, das macht ein Ziel wirklich smart. Und ich persönlich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich finde das auch super in der Praxis umzusetzen, aber auch im persönlichen Bereich. Und euch wünsche ich einfach ganz viel Spaß damit. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, besucht mein Faszien-Update in Rapperswil oder in Thun oder lest einfach noch etwas über die Entwicklung smarter Ziele
in meinem Buch Gesunde Faszien, Ihr Trainingsprogramm, das ich gemeinsam mit Christine Adler geschrieben habe. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis dann.